herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Jürgen! Hinter dir! Hinter dir! Hey du Vogel, du! Oh nee! War so witzig, oder was? Ja. 19 Uhr ist vorbei, Sandmännchen ist auch vorbei. Wir sind fertig hier mit dem Gemeinderat, dann kann jeder seines Weges gehen. Was brüllt denn der hier vorne wieder auf der Straße rum? Ich bin hinter Ihnen, Herr Röthig. Was? Haben Sie das so geparkt? Oh, nee. Ja, also wer hier mit dem Polizeiauto geparkt, ja, da war ich auch. Ja, ich muss noch, Herr, glaube ich, Björn. Jo, Volker. Herr Röthig, du darfst jetzt mal stehen. Guten Abend, Volker. Jo, ciao, Marlon. Ciao. Ich werde mir einfach weg. Jürgen! Ich werde mir einfach weg hier. Herr Volker? Ja, ich... ich bring dir den Dinger jetzt vorbei, den Glas. Ja, ich muss noch 3400 Liter unten holen und dann stelle ich den Anhänger wieder dahin. Tschüssi! Warte mal. Hast du da, kann ich da mitfahren? Ja, glaub schon. Ja, dann fahr mal zu deinem Hof, dann kannst du mich mit runternehmen. Jo. Tschüssi! Mach die jetzt hier wieder Blaulicht an! Ja, ich hab mit, war mir nicht fertig mit ihnen. Mensch, was ist denn los? Immer dieser Wichtig-Tour, ey. So. Dann stellen wir gerade mal den Glas zum Jürgen. Dann kann er den nämlich morgen fertig machen. Ich muss ja dann sowieso in den Wald und da ein bisschen was machen. Die Paletten verladen. Gut, hoffe ich mal, dass der hier gleich angetanzt kommt. Die Tage ist so warm, ey. Weil ist der zu doof, hier in die Einfahrt reinzufahren? Oh, keine Ahnung, was der hat. Jut, Alter, hast du hier keine Klimaanlage drin? Hm, doch. Oh, Lul. Da, hier. Ja, hab ich nachträglich eingebaut. Ein kleines. Hätte ich doch mal Sojabohnen verkaufen sollen, ha? Warum? Der Preis ist ein bisschen gefallen. Bisschen viel auf 25 Euro. Was ist denn da los? Und? Naja, alles fit? Ich hab's euch ja, klar. Aber ich hatte ja auch überlegt, ob ich den die Sojabohnen verkaufen soll. Da dachte ich mir, wenn ich die jetzt verkaufe, kriege ich zwar einen Haufen Geld, aber muss dann auch einen Haufen Steuern zahlen, weißt du? Und dann, wenn dann da ein Betrug aufgefallen wäre, weil ich dachte, es war so ein Trickbetrüger irgendwie, der hat so einen hohen Preis gezahlt. Was hat denn der gezahlt? Ja, 65.000 Liter. Euro auf 1.000 Liter. Ja, deshalb dachte ich schon, dass es irgendwie so ein Betrüger wäre. Wer ist am Ende wahrscheinlich auch noch mit selber mit dran? Wer? Du. So, ich mit. Ach so, wenn ich das gemacht hätte. Ja. Eben. Deshalb dachte ich mir, nee, lass ich mal lieber.
Kennst du mich übrigens? Achso, ne, fährst mich nach Hause, oder? Kannst du irgendwo rauslassen? Nö, nach Hause ist okay. Kann ich eine Runde schnacken, schnarchen. Ich muss noch 3400 Liter abholen bei dir unten, ne? Ja. Aber kannst bei mir auch ruhig kurz ein Nickerchen machen. Ah ja, das wäre super. Gut. Gib gut ab! Der Anhänger schiebt ein bisschen. Ja, der ist auch viel zu groß für deinen kleinen Unimog hier. Oh, das schafft er aber. Schöne Männchen hier. Wird irgendwo der Blitzer, oder nicht? Ja, vorne. Da kommt er. Ja, 30 muss der aber nicht fahren, ne? Ich halt selber. Er weiß, vielleicht spinnt der ja. Aber krieg ich Rechnung. Hä? Mir die letzte Woche im Besuch passiert. Joa, ich bin die Woche auch schon zweimal reingefahren, ey. Bei dir oben, bei der Dieselproduktion. Okay. Und steh mal ans Haus ran. Oh, warte. Schlaf. Ah, oder so. Komm mal hier. Oh. Okay. Ja. Ah, hier bist du. Ja, ich muss gerade mal checken hier, weil mein dieses Pachtfeld wird morgen endreif sein, vermutlich. Mhm. Hast du schon zweimal? Ja, ist das letzte Mal. Okay. Ja. Und dann, hast du noch einen Kaffee? Kaffee vorm Schlafen gehen, bist du wahnsinnig. Ja. Nee. Nee, hab ich nimmer. Ich glaube, ich hab noch was in der Thermoskanne. Hab nur noch kalten Kaffee, der macht schön, hab ich gehört. Oh, jetzt hab ich hier nur noch Siddel drin. Naja. Oder Bett. Tja. Oh, aber wir können auch mal ein bisschen raussitzen, ey. Oder auch nicht mehr. Ja. Du kannst du dann mal. Moin. Moin. Kannst du dann mal mit deinem Tieflader noch in den Pachtwald fahren? Da steht nämlich noch mein Harvester rum. Den abholen. So. Hat der Ketten? Nee. Räder. Also könntest du auch so fahren. Mir ist das Wurst. Aber dauert halt eine Weile. Wie schnell werden der? 20? Oder 25. Guck's mal. Ja. Hm? Einfach hier an den Hof bringen. An den Hof. Jo, bitte, danke. Okay. Tschüss. Jo. Tschüssi. So, dann. Ja, ist gut, du Verrückter, ey. Dann gehe ich mal nämlich in den Wald und warte mal, der Diesel wollte doch. Muss ich gerade mal nachfragen. Diesel? Ja, Volker. Du wolltest doch die Dinger abholen. Die Tiefenlocker wegbringen. Ja. Ja, der an meinem Hof steht immer noch da. Ajo, mach ich da mal eben direkt. Jo. Dachte nämlich, der steht da noch verdreckt, so wie er war. Dachte, da ist was untergegangen. Gut, danke dir. Gerne. Tschö. So. Ich kann mal gucken, da sind noch Hackschnitzel drin. Wo ist denn der Johnny? Da steht der Johnny.
Achso, nee, das war doof. So, dann gucken wir mal, ob wir den hier reingeschoben bekommen, rückwärts. Wie immer eine Herausforderung. Das sieht halt nichts da hinten aus, ne? Da muss ich mir tatsächlich, ich glaube, ich werde mir doch noch irgendwie ein Förderband holen. Warte mal. Björn Blaubeer. Hi Björn, Volker hier. Ah, hi Volker. Habt ihr noch dieses eine Förderband? Ja. Als ihr den Hof übernommen habt, wolltet ihr doch eins loswerden. Richtig, das große, nicht das Anfangsförderband, sondern das, was danach kommt. Richtig, ja, aber das steht noch. Wenn ich da was draufkipp, dann geht es ja, oder? Du kannst gerne ausprobieren. Soll ich damit mal irgendwo hinkommen? Willst du es mal ausprobieren? Das Sägewerk. Ja. Soll ich gleich noch rumkommen? Bist du da, oder? Ich bin da jetzt eine Weile beschäftigt, ja. Gut, dann komme ich gleich mal rum. Ich bin eben an der Molkerei, ein bisschen Milch abliefern und dann fahre ich hoch, dann komme ich runter zu dir. Jupp, so wie. Alles klar. Bis später. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Gut. Ich meine, und wenn ich das jetzt nur da hinten irgendwie reinstelle, wenn ich dann mit dem Anhänger da so drauf war, das reicht ja auch. Weil das ist schon immer ein Gegurke da. So. Machen wir das Ding da oben. Und dann können wir hier loslegen. Aber erst morgen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Heute ein bisschen eine kürzere Folge. Aber gestern war dafür länger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.